Hast du gesehen, dass das so geklappt hat, oder? Hier ist der Experte. Ganz Latein uns erschossen. Ja, Tobias Peitz bei uns, nach der 4:6 in Nattler weg. Die ersten 45 Minuten mitgemacht, Tor gemacht, passt das Spiel nochmal gut zusammen.
Ja, gut, ich kann eigentlich nur was zur ersten Halbzeit sagen. Zweite Halbzeit waren wir hauptsächlich in der Kabine und es geduscht. Ja, ich meine, wenn die erste Halbzeit 5-4 ausgeht, dann spricht das ja schon für sich. Ne? Klar, wir haben offensiv super gespielt und schöne Tore rausgespielt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, wenn am Ende vier Gegentore in einer Halbzeit passieren, das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Und ja, die müssen wir uns angucken, haben uns da teilweise sehr doof angestellt. Und, ja, definitiv zu viel. Ja, du hast selber ein Tor gemacht. Vorbereitung jetzt 2 Siege. Samstag in Paderborn knapp verloren. Was nimmst du jetzt für die restliche Vorbereitung vor, bevor es in der Saison wirklich richtig losgeht? Ja, definitiv wollen wir defensiv mal ein bisschen stabiler, ein bisschen kompakter stehen. Das war auch das, was wir in der Saison so ein bisschen, da wo wir zu viele Gegentore passiert haben. Ich denke, das ist das große Ziel, weil mit Ball sieht man ja immer wieder, spielen wir uns gut durch, haben auch die Qualität am Ball. Und, deswegen denke ich, sollte da der Fokus drauf liegen, auch vielleicht mal zu 0 zu spielen. Und, ja, das nehmen wir so mit. Drücken wir die Daumen und nach Hause und sehen wir uns Samstag in Utrecht. Danke dir. Ja, Phil Beckhoff für uns, unser Sommerneuzugang. Heute wieder gezeigt, wenn der Turbo gezündet wird, wird es schwer für die Abwehr. 2 Tore selber gemacht. Einmal konnten sie dich nur durch Trikot ziehen, halten. Mach doch mal kurz das Spiel zusammen für uns, bitte. Ja, erste Halbzeit 5-4, also vogelwildes Spiel. Offensiv war schon gut von uns. Defensiv darf man halt nicht 4 Tore in einer Halbzeit gegen den Oberligisten passieren. Müssen wir dann arbeiten. Aber wir sind erst in der zweiten Woche. Ich glaube, wir haben noch einige Wochen Zeit, bis das erste Pflichtspiel dann ansteht. Wir haben heute in Dortmund gespielt. Pierre-Marie Aubameyang kennt es ja wahrscheinlich noch. Ein paar Fans haben wir, der ist ja noch schneller. Wie würdest du dich beschreiben? Viele Fans kenne ich vielleicht noch nicht, weil du erst 2 Wochen hier bist. Schreib doch mal deinen Spielstil bitte. Ja, relativ schnell, guten linken Fuß, guten Abschluss. Kleiner Zocker, würde ich sagen. Du bist aus Gladbach gekommen, in der zweiten Mannschaft. Jetzt im WSV, letzte Saison 2. geworden. Was nimmst du dir vor und was nimmst du dir mit der Mannschaft für die kommende Saison vor? Wir haben schon hohe Ziele. Wir denken von Spiel zu Spiel und gucken mal, was in der Saison möglich ist. Wir verstehen uns schon sehr gut im Team. Und wenn wir die Abwehr in den Griff kriegen, glaube ich, geht da schon einiges dieses Jahr. Persönlich habe ich mir vieles vorgenommen, aber das bleibt dann bei mir erstmal. Wir danken dir für deine Worte und vielleicht sagst du dir nachgegangen, was dir vorgenommen hat und ob es geklappt hat. Ja. Danke dir. Ja, Markus Stiefelmann bei uns. Die meisten kenne ich noch vom WSV. Heute eine Halbzeit auf dem Platz, eine Halbzeit auf der Tribüne. Was hat dir mehr Spaß gemacht? Ich glaube, auf der Tribüne, dann auf der Bank. War schon ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Wir sind jetzt erst 4 Tage im Training gegen eine gute Wuppertaler Mannschaft, die jetzt 3 Wochen schon im Training ist. Haben es aber, glaube ich, dafür ganz gut gemacht. Auf jeden Fall gut gemacht. Du hast selber 4 Tore gemacht. Du bist Offensivspieler. Was ist dir als Trainer sich wichtiger? Dass hinten die 0 steht oder vorne die Tore? Ja gut, also es ist ein Testspiel. Ich habe den Jungs vorher gesagt, dass mir das Ergebnis heute egal ist. Wir haben nur das sehen, was wir versucht haben, uns herauszuarbeiten in den ersten Tagen. Das haben die Jungs richtig gut gemacht. Also mit Ball, glaube ich, war ein klarer Plan zu sehen. Gegen den Ball war ein klarer Plan zu sehen. Und das zählt für mich. Ne? Natürlich sind jetzt 5 Tore in der ersten Halbzeit zu viel, 5 Gegentore. Aber dafür haben wir auch 4 geschossen. Ne? Deswegen, also letztendlich stand es dann auch nur 1-0 für Wuppertal, wenn es so süß zur Halbzeit. Von daher bin ich einfach im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Auch was die zweite Halbzeit anging, haben die Jungs das sehr gut gemacht. Ja, du bist ja nicht mal beim WSV, hast du die Mannschaft heute zum ersten Mal richtig gesehen. Wie ja, siehst du die neue Truppe von außen? Fehlt halt ein Spielkommand. Spaß. Ich glaube, die haben sich richtig gut verstärkt. Was man vorne dafür Qualität gewonnen hat, natürlich muss es ja erstmal ein Samir ersetzen. Und das, was ich heute gesehen habe, das macht, glaube ich, schon Lust auf mehr. Und ich glaube, im Großen und Ganzen hat sich die Breite einfach extrem verstärkt, sodass das, glaube ich, ein Riesenvorteil für Wuppertal dieses Jahr sein kann. Hoffen wir, dass du recht hast. Eine Frage noch, wenn du erst, als du auf dem Platz warst, war Philipp Hanke hier am Ball. Ja. Nach 30 Minuten, der hat das Spiel verlangsamt. War das Wuppertaler Zeiten auch so oder was war da los? Hanke hat halt schon immer einen am Brett gehabt. Ne? Von daher muss ich mal einen kleinen Seitenhieb geben. Aber ich glaube, jetzt gleich sind wir wieder gut zusammen. Ich habe die letzte Frage noch. Wann können wir dich beim WSV erwarten, dass du mal vorbeikommst? Fans kenne ich ja immer noch, freundlich, wenn du kommst. Oder ein Felder vielleicht. Ja, ich habe ja gehört, dass das erste Spiel vielleicht in Aachen sein sollte. Da werde ich dann auf jeden Fall dabei sein in Aachen. Aber zum Heimspiel dann in unserem neuen Stadion, am Stadion am Zoo, werde ich dann kommen. Ne? Aachen haben wir noch Erinnerungen, da haben wir ja gut gewonnen, die Fans nach dem Spiel. Vielleicht gibt es noch eine offene Rechnung. Vielleicht haben wir ein neues Lied. Dann. Ja, da komme ich dann wieder auf den Platz. Und
lass mich fallen. Dann sehen wir uns spätestens in Aachen am ersten Spieltag. Ich freue mich. Danke dir, Marco. Gute, ne? Ciao.